unbedingt noch mal einen Pack Treibstoff, sonst reicht das leider nicht aus, höchstwahrscheinlich. Finde ich auch nicht so toll, aber muss gemacht werden. Dann, okay, gehen wir zum Space Center. Da könnten wir rein theoretisch, ich habe da so kleine Gerüchte gehört. Erstmal werden wir die aktuell laden. Ich frage mich, warum wir immer die der Vorgänger haben, aber gut. So, die laden wir. Ich habe so kleine Gerüchte gehört, dass wir das hier schön noch reizen können. Und ich guck mal schnell, wie viel wir aufgenommen haben. Und wir sehen, hören uns gleich. So, ich habe versprochen, wir hören uns wieder. Das war es jetzt. Auf jeden Fall euch dann noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Hey Leute, willkommen zurück bei Kerbal Space Program. Und wir wollen diese Rakete, die wir gerade haben, mal langsam in den Orbit schießen. Und zwar werden wir hier nochmal Treibstofftanks installieren. Ja, ihr habt es richtig gehört. Treibstofftanks. Denn ich hoffe, die klappt dann anschließend. Eine hier, einmal hier. Und ich hoffe, die halten auch, was sie versprechen. Und dann brauchen wir auf jeden Fall Benzinleitungen. Und da muss ich darauf achten, da gehe ich mal extra ein bisschen näher ran, damit wir die Pfeile sehen, von wo nach wo die Leitungen gehen. Okay, die Pfeile. Ja. Verschwinde. Logisch. Einmal falsch. Super. Okay. Und laut Pfeilen müsste das jetzt also klappen gut. Da auch. Okay, dann machen wir es hier nochmal. Dann haben wir nochmal einen Treibstofftank mehr. Im Perua. So, und wir sind einfach mal verrückt, behaupte ich jetzt mal. Und wir nochmal Booster ranhauen. Vielleicht klappt es sogar hier an den Treibstofftanks. Ja, klappt sogar, ohne Radialdecoupler. Was aber ein bisschen blöd ist. Ich bräuchte, glaube ich, da nochmal Radialdecoupler. Ich glaube, ich bräuchte da nochmal Radialdecoupler. Übertreiben sollen wir jetzt ein bisschen. So. Hier hin. Und hierhin. So. Die kommen mit hier auf die Ebene hier. Na, wollt ihr nicht? Kommt schon. Traut euch. Hier einfach runter, bitte. Danke. Dass ich alles einzeln hier klicken muss. So, jetzt haben wir alle drei und jetzt hier runter. So, ist das schön. Und dann Booster. Genau, hier ran. Und wenn man denkt, es wird nichts mehr, kommt von irgendwo ein Booster her. Ja, ich habe es beinahe geschafft. Na komm schon, das klappt auf jeden Fall. Da habe ich gerade noch zuversichtlich was gesehen. Ah, komm schon. Na, hier. Yeah. Okay, runter, 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 runter. Noch ein bisschen, noch ein bisschen, noch ein bisschen, noch ein bisschen. Komm schon, ich will nicht, dass es zu ungerade wird. Hui, okay. So. Um mal ein bisschen rauszuzoomen. Wenn das nicht mal übertrieben ist, Leute, dann weiß ich auch nicht. Das sieht aus wie, weiß ich nicht. Was Übertriebenes. Speichern. So. Auf zum Launchpad. Und da bin ich mal gespannt, mit welcher Besetzung wir das machen. Ging da gerade was kaputt? Nee, scheinbar nicht. Okay, wir sind mit Bill, Jebediah und Bob Kerman wieder unterwegs. SAS sieht ganz gut aus momentan. Warum nicht? Wie werden wir hier alles aktivieren?
Und, ach so, ja, doch, müsste noch vorbeikommen. Und dann hoffen wir, dass wir im Nu, im Universum sind, mit dieser grandiosen Rakete. Los geht's. Okay, wir sind noch geradeaus. Und ich sehe gerade, dass die Booster hier an der Seite nicht aktiv sind. Deswegen werde ich nochmal zurückgehen. Endflight. Ja. Zum Vehicle Sample Building. Bin mal gespannt, was jetzt für ein Gebäude, Fahrzeug drin ist. Doch, die drei. Und, da sind sie. Warum sind die eigentlich hier drin, ne? Das wundere ich mich gerade. Hier, du noch mit rein. Und hier noch mit rein. Dann speichern wir nochmal und gehen nochmal aufs Launchpad. Ja. Und jetzt haben wir natürlich nicht Bill, Jebediah und Bob dabei, sondern ein paar andere, weil die warteten ja noch da und das will ich jetzt aber nicht vier nennen, weil. Ach doch, wir haben Bill, Jebediah und Bob. So, maximal Schub. Und 3, 2, 1, Liftoff. Wow! Achso, SLS an. Ja, sollte man bedenken eigentlich. SAS ist auch momentan nicht überstrapaziert. Wir haben eine ziemlich hohe Geschwindigkeit. Wir werden auch gleich überhitzen noch ziemlich, aber das ist uns relativ egal, weil wir jetzt hier ordentlich losfliegen. Und da gucke ich mal gleich mal nach. Oh, was ist denn das hier noch? Splashdown. Haben wir da noch nicht Endflight gemacht? Scheinbar nicht. Okay. Jetzt würde es mich mal interessieren, ob die Tanks, die wir haben. Ja, die gehen alle. Das sind sogar die ersten Tanks, die alle gehen. Laut dem. Das ist cool. Wenn man rein tut, die auch Radialkabler machen und die absprengen. Um wieder nochmal Gewicht zu sparen. Egal. Mir fällt gerade auf, wir sind auf jeden Fall langsamer geworden. Ist das nicht schön? Ist gar nicht schön. Warum sind wir eigentlich langsamer geworden? Also wir bekommen wieder Geschwindigkeit, aber ich habe die dumpfe Befürchtung, das war gleich eine Rechnung plus minus null mit dem, was wir da hatten. Ich meine mal, Jebediah freut's. Bob nicht so. Aber was anderes hätte ich jetzt auch nicht gedacht, ehrlich gesagt. Und jetzt momentan eine Apoapsis. Ist bei 10.000 Meter und. Ach so, hier übrigens in der Erde eine Apoapsis. So. Oder an sich die Umlaufbahn. Und ich finde meine Geschwindigkeit momentan noch ziemlich gering. Eigentlich war der Plan gewesen, dass wir hier noch ein bisschen Sprit übrig haben. Wenn wir den dritten Tank haben, damit wir dann besser in den Orbit reinkommen. Ich würde mal sagen, wir achten mal hier drauf, wann hier der Orbit erscheint. Ich glaube, wenn man hier die dritte Atmosphäre verlässt, dann steht da Orbit. So bei 50.000 oder so. Muss man mal schauen, ob das auch so ist. Wir haben nicht die zweite noch nicht mal abgeschlossen. Also bei der Geschwindigkeit. Ich weiß es nicht. Dass es wirklich ein Gelingen war. Eher nicht. Eher nicht. Oh. Das verwundert mich gerade, was los ist. Denn. Was denn hier passiert? Bitteschön. Also, jetzt muss ich jetzt wirklich Endflight machen. Sag bloß, wir haben alle Treibstofftanks verbraucht. Das ist doch schwachsinnig. Wir hatten doch drei, wir hatten doch extra mehr. Ich habe nur gesehen, dass zwei verbraucht wurden, aber drei? Das ist doch nicht möglich. Wir haben drei Treibstofftanks hier.
Die wurden alle schon verbraucht? Oder sind die Benzinrohre sind alle da? Und die zeigen auch in die Richtung. Die müssten als erstes verbraucht werden und dann. Also wir könnten es versuchen zu ändern und machen es einfach hier unten hin, aber. Ich mache nochmal Launch. Wir probieren es einfach nochmal. Ja, wird zwar auch nicht jetzt den Orbit erreichen, leider. Dafür haben wir eine blöde Rakete anscheinend. Aber mal gucken. Wie machen wir gleich diesmal SAS an? Machen gleich volle Pulle. Und dann starten wir die Sache. Und dabei dann unten was liegen lassen. Ich weiß nicht. Das sah gerade so aus. Auf jeden Fall sind wir jetzt hier wirklich nur. Hier haben wir 12 Tanks. Hier haben wir auch nochmal 3 Tanks, die irgendwie angesprochen. Ja, Nummer ist okay. 6. Hier für Triebwerke. Warte mal kurz. Uns fehlen ein paar Triebwerke. Das ist gar nicht witzig. Endflight. Ja. Warum fehlen uns ein paar Triebwerke? Was ist passiert? Irgendwie hatten wir zu wenig Triebwerke auf einmal. Warum sind die abgefallen irgendwie? Ich will nur mal was gucken. Oder werden die mit weggesprengt auf einmal? Weil der Radial, die Kappler da. Ne, ich höre ja dann dieses Bruch, das macht ja, ist kein gutes Zeichen. Eigentlich nicht. Ja, 3 Triebwerke sind noch da. Da muss ich gleich mal gucken. Die muss ich dann mal anmachen, hoffentlich. Ja, wir können mal ein bisschen Spaß machen jetzt hier. Der Seite an. Das ist schon ein bisschen merkwürdig. Muss ich schon sagen. Ja, nee, nicht zu weit. Muss ich schon wieder gegendrosseln hier. RCR mal an. Ich wollte jetzt nicht hoch gehen. Oh Gott. Jetzt könnten wir fast im Wasser landen. Mit dem Ding hier. Das ist auch witzig. Schauen, welche Seite ist es denn? Kann man leider nicht so erkennen. Die fallen auf jeden Fall runter. Finde ich ja herrlich. Nicht wirklich. So. Aber Leute, wir probieren mal was. Zum Abschluss der Mission für heute. Wir sprengen uns mal gleich weg. So. Ja, vielleicht hätte ich mal mein Blumer. Vielleicht hätte ich einfach nur ein bisschen mehr Schub geben sollen oder so. Und einsehen sollen, dass wir vielleicht so besser aufgehoben sind. Ja. Und dann will ich mal gucken, kurz gucken. Also ich würde es dann gerne noch so machen, dass wir die Leute hier auf die Erde bringen. Fliegt das Ding gerade nochmal in die Luft? Ja, das fliegt in die Luft. Warum nicht? Warum nicht? Das kommt dann auch irgendwann mal wieder zurück. Denke ich zumindest. Tschüss. Vielleicht erreichst du ohne uns den Orbit. Herrlich. Oder kommt er wieder runter?
Kann ich mal rauszoomen und vielleicht sehe ich es da. Da ist er. Hey! Wie cool ist das denn, bitteschön? Hey! Ja, ich glaube, der hat noch ein bisschen Treibstoff. Da fliegt er gerade vorbei. Schade. Machen wir Endflight. Houston, wir haben da ein Problem. Okay, Radialkabler. Okay. Kommen die echt, knallen die echt dagegen? Hätte ich jetzt nicht gedacht. Machen wir mal die hier. Die niedrigsten. Ups. Ja, oder wir machen mal so, wir hauen die mal raus hier. Die. Dann speichern wir mal kurz. Und dann gucken wir mal, ob beim Launchpad dann anschließend wieder was kaputt fällt. Und wissen wir, das waren die anderen. Dann müssen wir mal gucken, was auch anders lag. Okay. Es waren, glaube ich, die anderen. Also erstmal runter. Da liegen noch die drei. Oh. Ui. Yeah. Das war eine schöne Supernova. Mach mal Restart Flight. Und dann machen wir Endflight. So, jetzt haben wir nicht unsere drei Kybernauten noch. Vehicle Assembly Building. War es echt? Waren es dann wirklich die anderen? Dann mache ich mal die weg kurz. Mach die mal hier ran wieder. Müsste jetzt nichts abfallen, rein theoretisch. Also ich speichere nochmal. Launchpad. Ja. Jetzt müsste es nicht so ein komisches Geräusch geben. Machen erstmal SRS an und starten. Da liegen immer wieder drei von den Dingern rum. Woher, weshalb liegen da drei? Ich verstehe es nicht. Sind die vielleicht so? Müssten die vielleicht doch nochmal höher sein? Liegt es an den Radialkablern? Komm, gib mir dieses Scheißteil. Hier. Ich will mal schauen. Liegt es vielleicht wirklich an denen? Dann werden wir mal kurz nochmal speichern. Dann launchen wir die. Dann müssen wir die nochmal ein bisschen besser montieren. Vielleicht liegt es wirklich an denen. Vielleicht habe ich auch einfach nur Mist gebaut. Und so kann man auch einen super Bug ausnutzen. Ich würde sagen, wir machen für heute Schluss. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und dann werden wir mal gucken, woran hier echt dieses momentan. Hier fehlt doch. Nee, die habe ich absichtlich abgemacht. Erstmal die hier ran wieder. Und ich probiere es noch einmal, aber ich denke, das wird nicht klappen. Das Ding wird schon abstürzen wieder. Doch, jetzt hält's. Okay, wir werden mal kurz überall totalen Trouble machen und. Okay, würde es nicht sofort irgendwie reinfliegen und nix beste Möglichkeiten explodieren, dann wäre es ganz gut zu schauen, wo es ist. Sorry, jetzt gerade mit dem Ton. Ich werde dann nochmal kurz SRS aktivieren, vielleicht klappt es dann noch besser. So. Ja. Ui, okay, jetzt geht's weiter.
Und da will ich mal. Ei! Aber ich glaube, ich habe gesehen, dass da nichts drauf lag auf dem Ding. Lag vielleicht wirklich an den. Okay, wir gehen wieder zurück zum Vehicle Assembly Building und werden das auf jeden Fall hier noch verbessern müssen. Denn so haben wir nicht wirklich das perfekte Spacecraft. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und ich hoffe, dann klappt auch alles. Bis dahin. Schönen Tag noch. Tschüss.